Warum hängen Frauen Poster von ihrem Schwarm an die Wand? Warum fahren sie tausende von Kilometern, um diese Männer auf Konzerten zu sehen, sich zur ersten Reihe vorzukämpfen, in der Hoffnung, ihn vielleicht sogar zu berühren? Warum kreischen sich manche Frauen die Seele aus dem Leib, wenn er sie anschaut, und fallen dabei in Ohnmacht? Warum sind Frauen zögerlich, sich auf einen fremden Mann einzulassen, aber sagen, ohne mit der Wimper zu zucken, oh Gott, ich liebe Ryan Gosling oder irgendeinen anderen Star? Was sind das für Menschen, die so eine Emotion bei einer Frau hervorrufen können? Sind diese Männer Banker? Sind das CEOs? Sind das Männer mit einer Rolex am Arm? Sind das irgendwelche Machos? Oder sind das sogar sensible Männer, die auf der Bühne oder sogar vor der Kamera weinen können? Frauen stehen nicht auf Status. Frauen stehen auf Emotionen. Und jetzt sagen manche vielleicht, aber Andi, diese Männer haben alle hohen Status. Woher willst du denn das wissen? Die Antwort ist ganz einfach. Weil auch an der Armutsgrenze lebend, wirst du trotzdem einen Musiker an der Bar umringt von Frauen sehen und den Vorstandsvorsitzenden daneben eifersüchtig und eingeschnappt am Bartresen alleine. Der Status ist nur ein Bonus obendrauf. Um solche starken Emotionen bei einer Frau zu wecken, hilft dir all das Geld auf der Welt nichts. Du musst wissen, wie du Emotionen bei einer Frau wecken kannst. Und wenn uns andere dafür als Weichei bezeichnen, dann kann uns das herzlich egal sein. Denn ich sag dir was, du darfst stolz darauf sein. Mein Name ist Andy Friday, ich bin Flirtcoach und zwar ausschließlich für Männer mit Herz und begleite jedes Jahr über 100 Männer persönlich zu ihrer Traumfrau. Und ich wurde diese Woche in unserem kostenlosen Live-Webinar von vielen Männern genau das gefragt. Wie erwecke ich nachhaltig Interesse bei einer Frau? Ich war auf einem Date, ich habe eine Frau getroffen, ich dachte, es lief ganz gut, ich habe ihr ganz viele Fragen gestellt, sie schien interessiert an mir zu sein, aber jetzt möchte sie sich nicht weiter mit mir treffen. Was soll ich also tun? Und das hat nicht nur einer gefragt, sondern mehr und mehr Männer haben gesagt, mir geht es ganz genauso. Übrigens, wenn du nicht dabei warst, hast du was verpasst. Aber hier gibt es vielleicht noch diese Möglichkeit für dich. Zurück zur Frage. Wenn ein Mann glaubt, dass er bei einer Frau Interesse erweckt hat, aber offensichtlich hat das nicht funktioniert, dann liegt die Antwort in der Emotion. Warum sind Männer, die Emotionen zeigen, so attraktiv? Warum himmeln Frauen Schauspieler, Musiker und zu einem gewissen Grad auch Sportler genauso an? Weil diese Männer bekannt dafür geworden sind, dass sie genau zwei Dinge tun. Erstens, sie folgen ihrer Leidenschaft. Und zweitens, sie zeigen dabei Emotionen. Furchtlos. Sie weinen, sie lachen, sie schreien, sie spüren dabei pure Lebensfreude. Emotionen sind die universelle Sprache der Menschheit. Wir verstehen Emotionen, wir wollen Emotionen haben, wir sehnen uns danach, etwas zu fühlen. Darum mögen wir Musik und Filme, wir spielen Computerspiele, sind begeistert für Sport. Und Emotionen sind der Grund dafür, dass wir Gebäude bis zum Himmel bauen. Oder verzieren sie, um unsere Liebe zur Schönheit zum Ausdruck zu bringen. Attraktive Männer akzeptieren ihre Emotionen, sie kanalisieren sie und finden einen Weg, sie nach außen zu tragen, um gesehen zu werden. Und es ist normal, dass wir, wenn wir den ganzen Tag einen sehr verkopften Beruf ausüben, vor dem Computer sitzen oder unsere Eltern es uns nicht anders vorgelebt haben, vielleicht uns als Kinder sogar ermahnt haben, jedes Mal, wo wir gespielt haben, laut waren, Emotionen gezeigt haben, da ist es kein Wunder, dass wir jetzt gehemmt sind, unsere Emotionen zu zeigen. Erst recht vor einer Frau, wo wir keinen Fehler machen wollen, weil sie uns so viel bedeutet. Aber es funktioniert. Es ist wichtig, der Weg furchtlos du selbst zu sein, ohne die Masken und Filter, die wir uns auferlegen, der Weg von ihr angehimmelt zu werden und eine Partnerin zu bekommen, in der du alt werden kannst, er führt dahin, wo wir stellenweise Angst haben. Er führt in die Emotion. Und ein eher zurückhaltender Mann in seinen Mitte 40ern hat im letzten kostenlosen Webinar folgende Frage gestellt, die absolut legitim war. Wenn ich Emotionen vor einer Frau zeige, ist das dann nicht Jammern? Bin ich dann nicht ein Weichei? Aber was ist Jammern? Was heißt das schon, ein Weichei zu sein? Jammern ist nicht Emotionen zeigen. Jammern ist, wenn deine Emotionen völlig unkontrolliert und ohne einen Kanal aus dir rausfallen und du nicht mal das Bestreben hast, sie in eine Form zu bringen. Wenn du deine Emotionen nicht kontrollierst, sondern ohne Punkt und Komma dich über irgendwas aufregst, dich über jemanden beschwerst, dich über dein Leid beklagst und keinen Plan hast,
wie du deine Situation verbessern willst, wenn alles, was aus dir herauskommt, nur, ach ja, warum immer ich, das ist so mies, ich habe einfach wenig Freunde, ich habe so viel Ballast aus der Vergangenheit, ich wurde so oft ausgenutzt und. Und das merkst du, das hat keine Richtung. Da steckt keinerlei Kontrolle darin. Dort hören wir keinen Willen heraus, irgendwas zu ändern. Und das, dieser Wille, etwas zu ändern, das ist deine intrinsische Stärke. Alles andere, das ist Jammern. Aber wenn du etwas daran ändern willst, dann ist das nicht falsch, deine Emotionen zu zeigen. Dann ist das sogar richtig. Das macht dich nahbar. Und das ist das Gefühl, nach dem wir uns alle sehnen, diese Echtheit. Wie wäre es, wenn du sagst, ich habe das Gefühl, einfach den Zug verpasst zu haben und ich schäme mich dafür, dass ich es nicht verhindert habe. Das ist meine Schuld. Ich hätte damals zu mir stehen sollen. Und daran arbeite ich heute. In diesem Satz spürst du den Schmerz dieses Mannes. Aber das ist etwas ganz anderes. Dieser Mann hat einen Plan. Er hat den Willen, etwas zu verändern. Er hat eine Richtung, in die er sich bewegt. Er will etwas an seiner Situation verbessern. Und dieses kleine Detail, das in der Emotion steckt, das spüren Frauen. So Emotionen zu zeigen, das lieben Frauen. Wir coachen Männer seit 10 Jahren und haben hunderte Männer genau dahin gebracht, neben der einen Frau aufzuwachen. Wenn du diese tiefe Verbindung und Anziehung aufbauen willst, aber dies seit Jahren schon schwer tust, dann weißt du wahrscheinlich einfach nicht, wie du auf andere wirkst. Ob das jetzt attraktiv ist oder eben nicht. Wenn du so eine Fremdeinschätzung mal von einem Experten bekommen möchtest, also jemanden, der deine Stärken und Schwächen genau mit dir zusammen analysiert, sodass du auch weißt, wie du mit deiner Persönlichkeit attraktiv auf diese eine Kollegin, die Frau aus dem Freundeskreis oder die eine, der du ab und zu über den Weg läufst, wirken kannst, dann mach das genau wie die Männer, die das geschafft haben. Der nächste Schritt, trag dich für deine kostenlose Flirttyp- und Charisma-Analyse ein. Denn dort werden wir gemeinsam genau schauen, wie du auf Frauen wirkst und ob das attraktiv ist oder eben noch nicht. Geh auf die Beschreibung unter diesem Video, klick auf den ersten Link und lest dir einfach mal die nächste Seite durch, sodass einer meiner Coaches oder ich mal eine Stunde lang 1:1 mit dir sprechen werden. Melde dich dort für unsere Analyse an. Dann blicken wir nämlich gemeinsam auf deine Geschichte mit Frauen und geben dir einen Leitfaden an die Hand, damit du endlich attraktiv wirkst auf die Frauen, die du magst. Wenn du das willst, dann klick hier.